Hallo meine Lieben und willkommen zum heutigen Thema Wohin mit den Emotionen? Und da möchte ich mal mich an all die richten, die meinen, dass sie ihre Emotionen unterdrücken müssten und dass positives Denken heißt, dass man immer gut gelaunt ist, immer irgendwie fröhlich ist und keine anderen Emotionen zulässt, weil das tut euch auf Dauer überhaupt nicht gut. Ich habe ja schon in mehreren Videos erklärt, dass für mich positive Energie einfach konstruktive Energie ist, aber auch Energie des Annehmens. Also ihr könnt es vielleicht lieber Achtsamkeit oder ähnliches nennen, wenn es für euch hilfreicher ist. Und ja, bei Emotionen, das ist so Emotion, etwas, was herausbewegt wird, was aus unserem Inneren nach draußen kommt. Und es ist immer etwas, etwas, was angesehen will, etwas, was irgendwie ein Ventil haben möchte, was rausgelassen werden will. Vielleicht eine Blockade, die sich löst, vielleicht Energie, die sich ansonsten festsetzen würde. Etwas, was in uns in Bewegung ist, im Prozess ist. Und da ist es schon wichtig, dass wir dieses auch aktiv kanalisieren. Und da gibt es eben den großen Unterschied, nehme ich meine Emotion bewusst wahr und kanalisiere ich sie bewusst oder lasse sie bewusst raus, gebe ihr bewusst ein Ventil oder verliere ich mich in meiner Emotion und bin dann eben passiv, ja, dass ich mich einfach steuern lasse. Und da finde ich eben so diesen großen Unterschied. Bei Depressionen ist es ja zum Beispiel oft, oder auch wenn man dann wirklich in einer Angststörung drin ist oder so, dass man eben oft einfach passiv reagiert. Man lässt sich von diesen Emotionen und der Angst, der Depression steuern und kontrollieren und gibt sich dem einfach hin und verliert sich darin. Und da ist nichts mehr mit Achtsamkeit und bewusster Wahrnehmung. Aber ich kann auch bewusst hinschauen, wenn ich zum Beispiel merke, ich bin verzweifelt, ich bin traurig, ich bin wütend, ich bin aggressiv, irgend sowas, dann kann ich bewusst hinschauen, aha, da ist eine Emotion, aha, so fühle ich mich. Ich kann einmal schauen, woher kommt es, oder ich kann in dem Moment mich einfach darum kümmern, dass ich es irgendwie rauslasse. Und dabei im besten Fall nicht so, dass ich irgendwen anschreie oder mich in die Ecke setze oder in ein totales Loch stürze. Ja, du darfst auch schreien, du darfst auch weinen, das darf alles raus. Aber versuche es mal ganz bewusst zu machen, dass es dich eben dann vielleicht auch nicht über Tage und Wochen und so weiter mitnimmt, sondern dass es jetzt aktiv mal einmal richtig rauskommt. Wenn du wirklich die Emotion als solche ausleben willst, zum Beispiel auch wirklich schreien bei Wut, ja, vielleicht kannst du dann auch irgendwelche härtere Musik anmachen, wo du einfach mal total ausrastest und mitschreist und hier und da und alles, yeah, dich einmal richtig abreagierst und diese ganze überschüssige Energie mal rauslässt, ja, oder auch in den Wald gehst und einfach mal laut schreist. Oder wenn du weinen willst, ja, dass du dir vielleicht auch einen traurigen Film anguckst, Musik hörst, dich auch einfach mal bei jemandem an seiner Schulter ausweinst, ja, oder vielleicht auch Tagebuch führst, das mal reinschreibst, ein Hobby nachgehst, irgendwelche Bilder malst, oder. Also jeder kann da wirklich sein eigenes Ventil finden. Oder auch, was bei mir zum Beispiel ja öfter mal vorkommt, dass ich einfach wirklich totale Ruhe brauche und mich zurückziehen muss. Zum Beispiel hatte ich das jetzt nach dem Wochenende, da war ich auf einer Radtour und es war halt einmal mega anstrengend. Also ich so viel Radfahren, was heißt viel, also für viele wird es wahrscheinlich wenig sein. Ich bin an 2 Tagen 100 Kilometer Rad gefahren, aber für mich war das echt so, oh Gott. Ich habe 3 Kreuze gemacht, als es vorbei war. Aber ich war halt auch die ganze Wochenende mit anderen Menschen unterwegs und dann hast du dich mit jedem ja mal unterhalten und die anderen Energien und Aufmerksamkeit und hier und da. Und es war schön, aber ich bin danach so, ich brauche dann erstmal, dass ich mich verkrieche, dass ich keinen anderen Menschen sehe, dass ich einfach meinen Akku wieder auflade, für mich aber auch zur Ruhe komme, mich runterfahre. Und das lasse ich dann ganz aktiv zu. Also ich sage mir dann auch ganz aktiv, ja, ich darf jetzt irgendwie schwach sein, ich darf jetzt Ruhe brauchen, ich darf jetzt erschöpft sein, ich darf mir jetzt diese Ruhe nehmen. Und gestern war es zum Beispiel so, da
fiel das gar nicht so sehr ins Gewicht, sondern dann war ich einfach nicht draußen, habe aber trotzdem ganz normal gearbeitet und alles hat funktioniert. Es gibt aber auch Tage, wo ich mich dann total im Bett verkrieche und irgendwie nur YouTube gucke oder irgend sowas, ja. Klar, das kann dann auch nicht jeder, wenn man erstmal Kinder hat und so, aber man kann sehr immer nach dem gehen, was man sich erlauben kann, was man sich einräumen kann. Und da wird jeder irgendwas finden, wie er einfach das an negativen, in Anführungsstrichen, Emotionen irgendwie bewältigen kann. Wobei es ja erst einmal nur Energie ist. Diese negative Bewertung geben wir auch dem Ganzen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt erschöpft bin, ja, dann muss es ja nichts Negatives sein, dann kann es einfach sein, hey, da war gerade so viel fremde Energie, das war so turbulent, ich muss jetzt einfach diese Ruhe mal nutzen, um die fremde Energie auszuleiten, wieder in meiner inneren Mitte anzukommen und meine eigene Energie wieder zum Vorschein zu bringen. Ja, das muss ja nichts Negatives sein. Es ist einfach erstmal, wie es ist. Wenn ich wütend bin, dann ist es auch nicht unbedingt was Negatives. Es kann was Negatives werden, wenn ich dann meine Wut gegen andere richte, wenn ich mich über andere beschwere, wenn ich hetze und so weiter. Aber vielleicht kann ich auch ergründen, okay, woher kommt diese Wut gerade? Was löst sie mir aus? Vielleicht hat sie irgendwas getriggert, mich an irgendwas erinnert. Vielleicht mag ich auch selber was an mir nicht, was ich in einem anderen erkenne. Vielleicht fühle ich mich schlecht behandelt. Aber was kann ich in mir tun, um das einfach jetzt mal rauszulassen, um das eben sich nicht festsacken zu lassen, um das mich nicht zerstören zu lassen? Weil alles, was wir an negativen oder an Emotionen, die uns belasten, die uns blockieren, ja, was wir an diesen Emotionen dann in uns behalten und nicht irgendwie kanalisieren auf einem sanfteren Weg, ja, das kann sich halt festsetzen und das kann uns innerlich auch vergiften und das kann uns eben stressen und blockieren und krank machen. Und deswegen ist es immer so, finde ich, eine Emotion aktiv ausleben, aktiv kanalisieren, aber versuchen, sich eben nicht in ihr zu verlieren und sie nicht auch ja, in sich weiter noch zu blockieren und in sich hineinzufressen. Vielleicht habt ihr ja auch Tipps, was ihr bei einzelnen Emotionen macht, wie ihr die kanalisiert, wie ihr damit umgeht. Vielleicht habt ihr da einfach für euch einen Weg gefunden. Vielleicht gibt es aber bei euch auch einfach noch Emotionen, wo ihr so noch überhaupt nicht irgendwie mit umgehen könnt. Ich glaube aber, die hat jeder solche Phasen oder fast jeder. Also bei mir gibt es auch immer mal Sachen, da habe ich noch sehr mit zu kämpfen. Andere, die funktionieren dann schon leichter, aber das einzig Beständige im Leben ist der Wandel und man kann sich immer wieder weiterentwickeln und an sich arbeiten, das ist ja auch das Schöne. So, und jetzt gehe ich erstmal einkaufen, hole die Katzen rein und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Macht's gut!